Mit dem Hoyerswerda Wanderverein können Sie am Samstag wieder auf Tour gehen. Die 15-Kilometer-Strecke verläuft rund um Saubsdorf mit Aussichten vom Weifaer Turm. Treff ist mit dem Pkw um 7 Uhr am Parkplatz Bonhoeffer Straße. Der Modellbahn- und Puppenverein Neupetersheim präsentiert an diesem Wochenende seine große Sommerausstellung. Im Vereinsheim in der Thomas-Mann-Straße in Neupetersheim können verschiedene Modellbahnanlagen in den Spurweiten H0, 0 und LGB, viele Puppen sowie kleine und große Puppenwelten besichtigt werden. Im Außengelände können die Kinder mit der 5-Zoll-Minibahn oder Modellfahrzeugen mitfahren. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Am Silbersee bei Losa wird an diesem Wochenende das traditionelle Beachvolleyballturnier ausgetragen. Die Spiele beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Um 11 Uhr wird am Samstag auf dem Partwitzer See die nächste Wettfahrt bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Segeln der Y-Klasse gestartet. Für Gäste besteht die Möglichkeit, von Beibooten aus das Regattageschehen zu beobachten. Nachtshopping ist am Samstag in Senftenberg. Die Geschäfte rund um den Markt haben dazu bis 24 Uhr geöffnet. Es gibt neben Modenschauen auch Kulturprogramme. Um 21 Uhr beginnt die Schlagerparty mit einem Mickey Krause-Double. Ein großes Konzert dreier Rocklegenden gibt es am Samstagabend auf dem Hutberg in Kamenz. Es stehen Nazareth, CCR, featuring Johnny Guitar Williamson und Omega auf der Bühne. Sie werden mit allen ihren großen Hits für Stimmung und gute Laune sorgen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse, sie öffnet bereits um 17 Uhr. Am Samstagabend steigt im Amphitheater in Großkoschen das Konzert der Mädels. Es gibt A Cappella-Gesang vom Feinsten zu hören. Beginn ist um 20 Uhr. Frühaufsteher sind am Sonntag auch wieder auf dem Beachvolleyballplatz in der Straße des Friedens in Hoyerswerda richtig. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt ab 9 Uhr zum Boccia-Spielen ein. Das Reinhard-Lakomi-Ensemble ist am Sonntagvormittag im Amphitheater in Großkoschen zu erleben. Der Traumzauberbaum, das Geburtstagsfest, ist der Titel der Vorstellung. Das Familienprogramm beginnt um 11 Uhr. Im Cinemotion in Hoyerswerda ist am Sonntag wieder Sonntagsmittagskino für die Kids. Um 12 Uhr startet Sherlock Gnomes und ab 12.30 Uhr flimmert Early Man über die Leinwand. Um 17 Uhr wird dort im Cinemotion ein Konzert von André Rieu zu sehen sein. Und am Sonntagabend heißt es im Amphitheater in Großkoschen Buddy in Konzert. Ab 19.30 Uhr gibt es eine begeisternde Show mit Musik des legendären Buddy Holly.